Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Besuchertribüne. Wir beraten heute über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Missstände und Stillstand beim Tierschutz beenden, gesellschaftlichen Konsens umsetzen. Mit Verlaub, liebe Frau Maisch, er gehört auch heute wieder zu den Anträgen jener Art, die wir hier im Plenum schon oft erleben durften, ohne dass er je eine breite und überzeugte Anhängerschaft gefunden hätte. Auf die Frage, was steht denn drin, reicht eine kurze Antwort. Stetig wiederkehrende alte Forderungen aus den zurückliegenden Legislaturperioden, diesmal wieder in einer anderen Reihenfolge zusammengeschrieben, viele Verbotsanträge, Kritik, das steht der Opposition zu, an der Regierungskoalition. Und ich meine, alles zusammen losgelöst von den Erfolgen unserer aktuellen Tierwohlpolitik. Herr Kollege Stier, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Maisch. Aber selbstverständlich. Ich habe ja noch gar nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber wenn Frau Maisch schon Fragen hat, will ich die gerne beantworten. Herr Stier, vielen Dank, dass Sie meine Frage zulassen. Sie sagen, das sind alles Punkte, wo man keine Einigkeit erreichen kann. Und deshalb möchte ich Sie einfach gern fragen, ob Sie dafür sind, dass man Nerze in Pelztierfarmen hält und ob Sie dafür sind, dass man Kühe ganzjährig in der Anbildhaltung hält und ob Sie dagegen sind, dass man überprüft, ob es okay ist, Sauen in Kastenständen zu halten und ob Sie dagegen sind, dass man die Betäubungsmethoden bei der Schweineschlachtung verbessert. Ob das alles Punkte sind, wo Sie glauben, dass wir nicht zusammenkommen? Liebe Frau Kollegin Maisch, wenn Sie mich noch ein wenig länger ausführen lassen, werde ich auf einiges, was Sie gerade konkret fragen, eingehen und Ihnen dort sicherlich was sagen. Und ich sage Ihnen aber auch eins, wenn Sie die Fragen nur beantworten, sind Sie dafür oder sind Sie dagegen, dann werden wir beide nie einig. Wir sind für Lösungen. Das ist meine Antwort an Sie. Und um das auch klar zu sagen und weiter auszuführen, es sind für mich immer wieder aufgewärmte Forderungen von gestern, die wir zum Beispiel mit dem Start unserer Tierwohlinitiative längst überwunden haben. Unser Tierschutzansatz, der blickt dagegen seit lange nach vorn und das heißt auch praxisnahe Lösungen bestimmen bereits seit langem die Agenda. Der Weg zu mehr Tierwohl, den kann man selbstverständlich auch auf unterschiedlichen Pfaden, meine Damen und Herren, beschreiten. Fatal ist nur, wenn man aneinander vorbeiläuft. Sie laufen mit der von Ihnen immer wieder herausgeholten Verbotskeule in die Vergangenheit. Wir hingegen, meine Damen und Herren, wir laufen mit den Bauern und den Landwirtschaftsbetrieben in die Zukunft dieses Landes. Und es wird Sie deshalb auch kaum verwundern. Ich teile Ihren im Antrag beschriebenen Dauerpessimismus auch heute wieder nicht, denn mein Blick auf unsere Zwischenbilanz ist auch positiv und er richtet sich auch nach vorn. Seit Beginn dieser Legislaturperiode arbeiten wir beständig, wir arbeiten überlegt und auch planvoll die Festlegungen aus dem Koalitionsvertrag ab. Das machen wir Stück für Stück. Das machen wir völlig unaufgeregt, Frau Maisch, und das machen wir vor allem auch systematisch. So geht es Ziel für Ziel voran. Und diese Arbeitsweise, das kann ich verstehen, die gefällt nicht jedem. Aber dafür, glaube ich, ist sie von Vernunft geprägt. Gesetzentwürfe mit realitätsfernen Inhalten zu konstruieren, nur um den schnellen Applaus von rabiaten Aktivisten zu erhaschen, damit ist seriösen Tierschutz, meine Damen und Herren, nicht gedient. Seriöser Tierschutz, wie ich ihn verstehe, verbindet das Wohlergehen der Tiere mit praktikablen Lösungen für die Tierhalter und den Fortschrittsrahmen. Ich sagte, das bildet die Tierwohlinitiative von Bundesminister Christian Schmidt. Lieber Herr Minister, wir werden da auch gemeinsam weiter dran arbeiten. Und einiges ist erreicht. Ich will erstens auf die laufenden Haushaltsberatungen verweisen. Beträchtliche Mittel, Ihnen dürfte das nicht entgangen sein, sind für die Verbesserung des Tierwohls von der Koalition für die auch Ihnen bekannten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich will die Beispiele noch mal nennen. Forschungsförderung. Ich erinnere an die Entwicklung des Verfahrens zur Geschlechterbestimmung im Ei. Ich erinnere an die Unterstützung von Modell- und Demonstrationsvorhaben bei der Erprobung von Maßnahmen zum künftigen Verzicht auf nicht kurative Eingriffe. Ich erinnere Sie auch an die Verbesserung privater Tierhaltung. Eine Studie zur Haltung exotischer Tiere und Wildtiere in Privathand ist im Auftrag
Und wir haben hier auch gerade am 8. Juli, zwar zu nächtlicher Stunde und ohne Debatte, einen Antrag im Plenum verabschiedet. Ich erinnere an den Aufbau des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Und über die Fortschritte beim Antibiotikaverbrauch haben wir gerade diskutiert. Bitte nehmen Sie das doch einfach mal zur Kenntnis. Weitere gesteckte Ziele werden auch in Angriff genommen. Wir sind zum Beispiel im Gespräch, wie wir beim Thema Qualzuchten Verbesserungen erreichen können. Doch die Notwendigkeit von Regelungsbedarf bedeutet nicht immer automatisch nur Verbote auszusprechen oder Gesetzesänderungen vorzunehmen. Ich sehe bei der Verbesserung des Vollzugs weiterhin große Möglichkeiten. Und hier können sich auch die Bundesländer nicht entziehen. Und einiges ist auch hier auf dem Verordnungswege bei diesem Thema möglich. Hier muss die geeignetste Lösung ausgelotet werden, denn eine kurzsichtige Politik können wir uns heutzutage nicht mehr leisten. Und manchmal, da stimme ich Ihnen allerdings auch zu, werden wir auch mit Ordnungsrecht agieren. Das ist immer dann der Fall, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen. Und ich denke hier an eine viel diskutierte Problematik, nämlich die Schlachtung trächtiger Rinder. Hier steht für mich fest, dass wir das weitestgehend unterbinden wollen. Und auch hier arbeiten wir an einer Lösung. Auch dem Tierschutzblick über unsere Landesgrenzen hinaus widmen wir uns. Ende Oktober, meine Damen und Herren, findet die Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission statt. Hier muss nicht nur Erhalt, sondern auch die Stärkung des Moratoriums erreicht werden. Auch hier werden wir uns einmischen, mit einem Antrag klarmachen, dass das Töten von Walen vollkommen inakzeptabel ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Tierschutz setzen wir auf Geradlinigkeit. Wir verbreiten keine falschen Illusionen. Das unterscheidet uns von der Opposition. Und ja, wir machen eine Tierschutzpolitik, die den Tierhalter in diesem Land nicht außen vor lässt. Einige Ihrer Forderungen lehnen wir aber auch grundsätzlich weiterhin ab. Ich denke da zum Beispiel an die von Ihnen abermals geforderte Ausdehnung von Verbandsklagerechten. Ich meine, sie sind für mehr Tierwohl nicht zielführend. Schon die bestehenden behindern nachhaltig eine positive Entwicklung. Jeder Stallneubau bedeutet mehr Tierwohl. Und gerade deshalb ist er zügig zu genehmigen und nicht durch weitere Möglichkeiten des Ausbremsens durch Nichtbetroffene zu erschweren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, in Ihrem Autorenpapier Pakt für eine faire Tierhaltung haben Sie selbst eingeräumt, dass mehr Tierwohl nicht mit der Brechstange zu erreichen ist. Was heute hier vorliegt, das ist wieder einmal das Gegenteil von dieser Erkenntnis. Und wenn ich lese, dass Sie unabhängig von diesem Thema nun auch das Verbot von Verbrennungsmotoren fordern, dann kann ich nur feststellen, Sie haben aus dem Veggie-Day nichts gelernt, Sie bleiben die Verbotspartei. Wir hingegen verbessern das Tierwohl mit den Betroffenen. Und ich kann Sie nur bitten, uns herzlich dabei zu unterstützen. Und ich wünsche Ihnen heute schon einen besinnlichen Tag der Deutschen Einheit, wo Sie auch einmal dankbar in dieser Republik sein sollten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Birgit Menz von der Fraktion Die Linke das Wort.